Ja, herzlich willkommen zum ersten Video zum GeoGebra-Kurs von Anfang an. Ich möchte in diesem Kurs ja gerade Anfängern die Möglichkeit bieten, GeoGebra eben von Anfang an kennenzulernen. Das heißt, wir werden schrittweise nach und nach die Fähigkeiten, die notwendig sind, um GeoGebra zu beherrschen, aufbauen. Und es soll anfangen damit, dass ich mal zeige, welche Möglichkeiten es gibt, GeoGebra zu nutzen. Denn es ist nicht nur das eine GeoGebra als Programm verfügbar. Diejenigen, die GeoGebra schon kennen und es vielleicht schon benutzt haben, die werden denken, ach, was interessiert mich das denn? Aber ich möchte darauf hinweisen, dass es ja momentan noch so ist, dass die meisten, vermutlich vor allem die eben schon länger dabei sind, sich wahrscheinlich ein GeoGebra-Programm installiert haben. Hier auf der Download-Seite, auf der Homepage von GeoGebra, kann man ja für die üblichen Betriebssysteme sich ein Installationspaket herunterladen und sich das dann installieren. Das wird dann eben hier erscheinen als ein Icon auf der Oberfläche und man kann das dann laufen lassen. Das würde dann zum Beispiel so aussehen. Das ist hier ein Java-Programm, das heißt die Oberflächenelemente wie zum Beispiel das Menü und diese Werkzeugknöpfe hier, diese Werkzeugleiste, das wird quasi von einer Java-Bibliothek gestellt und GeoGebra nutzt diese Java-Bibliothek, um eben das alles anzuzeigen und eine gewisse Funktionalität zu geben. Das Problem ist aber mit Java, dass es ja schon seit Jahren immer wieder Probleme gibt wegen der Sicherheit. Man hat schon deshalb Probleme gehabt, im Browserfenster bestimmte Dinge anzuzeigen. Und die Idee der GeoGebra-Programmierer ist es eben zu sagen, wir kommen weg von Java und wollen irgendwann mal ohne Java GeoGebra benutzen können. Und ja, das möchte ich eben mal kurz beleuchten. Und das ist im Prinzip so auch die erste Möglichkeit, sich zunächst mal, also jetzt zumindest noch, zu entscheiden, wie ich GeoGebra nutzen will. Will ich nämlich die Java-Installation haben, dann hätte ich hier in dem Download-Fenster hier die Möglichkeit, das zu machen. Ich glaube, als Chrome-App ist es nicht der Fall, sondern nur bei Windows, macOS und Linux, dass man dann eben ein Installationsprogramm bekommt. Um das laufen zu kommen, braucht man aber eine einigermaßen aktuelle Java-Version. Die andere Variante ist, dass ich das Ganze zum Beispiel online benutze. Und wenn ich da auf die GeoGebra-Homepage gehe, dann ist hier gleich in der Mitte, das nennt sich GeoGebra Mathe Apps und da steht als Mouse-Over-Effekt GeoGebra starten. Und wenn ich da draufklicke, komme ich dann auf diese Seite und im Vergleich zu dem GeoGebra, das ich jetzt gerade eben hier hatte, sieht es doch recht ähnlich aus, aber es gibt bestimmte Unterschiede. Und diese Unterschiede, die werde ich auch gleich noch ein bisschen genauer betrachten, um eben zum einen den neuen zu zeigen, wo die wichtigsten Sachen zu finden sind und die alteingesessenen Java-Programmbenutzer, für die ist es sicherlich auch sinnvoll, dass sie eben die Funktionen, die sie schon kennen, dann aber vielleicht suchen werden, dass sie eben gezeigt bekommen, wo das alles zu finden ist. So, nochmal als ganz kurze Zusammenfassung. Es gibt also verschiedene Varianten, wie ich GeoGebra benutzen kann. Die eine Variante ist, ich installiere etwas auf meinem Rechner, ob es das Tablet, ob es der Desktop-Computer oder das Smartphone ist. Auf der anderen Seite kann ich GeoGebra ja online benutzen, ohne etwas zu installieren, indem ich zum Beispiel hier dieses Mathe-App starte. Das war diese Oberfläche, die wir uns schon angeguckt hatten. Die andere Variante ist natürlich, dass ich online ein Arbeitsblatt benutze, das ich zum Beispiel den Schülern hochgeladen habe. Auch das ist GeoGebra. Es ist ohne Installation lauffähig. Man braucht nur einen Browser, der diese inzwischen schon etablierte Technologie HTML5 kann. Und dann habe ich eben hier auch interaktive Geometrie, also oder GeoGebra-Zeichnung. Das Interessante ist, dass ich bei solchen Online-Arbeitsblättern auch gleich mehrere Zeichnungen zusammen haben kann. Hier ist auch noch eine GeoGebra-Zeichnung drin.
Auf der anderen Seite eben die Installation, entweder hier als dieses Programm, was ich bei mir installiert habe, oder eben für die verschiedenen Geräte. Für Tablets ist es so, dass diese Version, die ich hier jetzt zum Beispiel als Screenshot im Google Play Store sehe, dass ganz klar, dass es klar ist, dass das die gleiche Version ist, die ich eben hier habe bei dieser Online-Variante im Browser. Auf der anderen Seite habe ich ja auch für Android-Geräte, das wird sich wohl noch ändern, dass also auch iPhone dazukommt, dass ich da spezielle Apps habe, die optimiert sind für den gleichen für den kleinen Bildschirm. Das ist jetzt hier eben der Grafiktaschenrechner. Im Grunde genommen ist es im Hintergrund immer noch das gleiche Programm. Man hat quasi nur die Oberfläche ein bisschen reduziert, um aufgrund dem geringeren Platzangebot trotzdem das Ganze benutzbar zu machen. Mit weniger Änderungs- und Schaltmöglichkeiten ist man einfach nicht überfordert. Wie wenn das zum Beispiel hier mit diesen vielen Werkzeugen ist, das passt gar nicht wirklich sinnvoll auf ein Smartphone-Bildschirm. So, das ist der eine Aspekt, Installation oder eben online. Man kann aber auch, und das sollte jetzt eigentlich klar geworden sein, auch unter einem anderen Aspekt das betrachten, nämlich verwende ich das Java-Programm. Und da ist es eben eigentlich nur diese eine Möglichkeit der Installation. Oder betrachte ich eben diese Version, diese Online-Version, die HTML5-Version, in deren Hintergrund JavaScript werkelt. Und diese JavaScript- und HTML5-Version ist im Prinzip die, in allen anderen Geräten tätig ist. Das ist also diese Online-Version im Browser. Das ist auch als Apps auf den Tablets der Fall. Das ist die gleiche Version. Und der Grafiktaschenrechner ist eben auch die gleiche Version, eben nur etwas abgespeckt. Jetzt werde ich gleich noch darauf verweisen, warum die Java-Version, warum ich die momentan noch ein bisschen lieber habe, weil die hat nämlich gewisse Vorteile meiner Meinung nach. Aber, wie schon erwähnt, die Entwickler wollen ja weg vom Java, weil das einfach nur Probleme mit der Sicherheit gibt und diese Abhängigkeit von einer fremden Programmbibliothek, die man selber nicht beeinflussen kann, ist einfach ungünstig. Und deshalb hat man sich auf das moderne Medium, eben dieses HTML5, konzentriert. Und ja, die erste Beta-Version für GeoGebra 6.0 ist heraus. Und dann sieht das Ganze dann eben, wenn es geladen ist, so aus. Na, das ist jetzt nicht direkt im Browser laufend, aber es sieht eben genauso aus wie diese Online-Version, die ich hier habe. Es ist natürlich jetzt in andere Größen, aber es ist genau das Gleiche, ne? Eingabezeile hier und so weiter. Ja, das heißt eben auch die langjährigen Benutzer von GeoGebra, die das Java-Programm gewöhnt sind, werden sich wohl damit abfinden müssen, dass sie sich umgewöhnen auf diese Version. Der Vorteil ist, es ist eben dann wirklich die gleiche Oberfläche und die gleichen Bedienkonzepte auf wirklich jedem Gerät. Der Unterschied ist eben nur bei dem Grafiktaschenrechner mit der reduzierten Funktionalität. Aber eine Version, überall das Gleiche. Ja, jetzt gucken wir uns mal genauer die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen der Java-Version und dieser Web-Version an, indem ich unter anderem eine kleine Zeichnung einfach erstellen werde. Die Funktionalität in GeoGebra ist hier genau die gleiche. Ich habe eben hier die Werkzeugknöpfe. In der Java-Version ist hier so ein kleines Dreieck, da kann ich die sogenannten Werkzeugboxen ausklappen und dann ein Werkzeug verwenden, um es dann zum Beispiel zu zeichnen. Hier in der Java-Version muss ich explizit das Ganze aufklappen, um an die anderen Werkzeuge ranzukommen. Das ist hier in der Web-Version sozusagen etwas einfacher. Wenn ich draufklicke, wird das hier automatisch ausgeklappt. Ich finde es ein bisschen unpraktisch fast, weil dann ist es immer ausgeklappt. Ich muss quasi ein zweites Mal klicken, dass es wieder zugeklappt ist. Vom Zeichnen funktioniert es aber ganz genauso und ich klicke und kriege dann eben zwei Punkte und die gerade dazu.
Was ein kleiner Unterschied ist die Hilfe. Wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, kriege ich eine Hilfe angezeigt. Ich kann zu dieser Hilfe, wenn ich die Taste F1 drücke, noch zusätzliche Informationen bekommen. So etwas Ähnliches gibt es hier. Und zwar, wenn ich hier etwas anwähle, erscheint im unteren Bereich dieser graue Balken, wo ich nicht nur eine kurze Information bekomme, wie ich das mache. Wählen und erzeugen Sie zwei Punkte auf der Geraden. Ich kann aber zum Beispiel auch hier, indem ich auf das Fragezeichen klicke, eine Seite aus dem Handbuch, aus dem Handbuch Wiki gezeigt bekommen. Das ist so, dass teilweise auch konkretere Beispiele angegeben werden. In diesem Fall ist es nicht sehr viel. Und was ganz interessant vielleicht auch ist, man findet meistens auch Hinweise auf weitere Befehle, die vielleicht von Interesse wären. Ansonsten ist es genau das Gleiche. Ich bekomme links hier in der sogenannten Algebra-Ansicht die Objekte, die erstellt worden sind, angezeigt. Das ist hier eben genau das gleiche der Fall. Gut, da es nicht die gleichen Punkte sind, ist es ein bisschen unterschiedlich. Es gibt Unterschiede, wenn man das hier mal sieht, in der Darstellung. Hier steht gerade AB, während beziehungsweise F-Doppelpunkt. Hier ist also im Prinzip nur die algebraische Variante dargestellt. Wenn ich mit der Maus hier drüber gehe, kriege ich noch gezeigt gerade A, gerade durch A, B. Im Prinzip ist das so ähnlich wie das, was hier oben steht. Diese zweiteilige Darstellung im Algebra-Fenster ist eine Neuerung, die nicht mehr in der Java-Version kommen wird. Das ist einfach hier neu. Generell ist es ja so, dass das hier die sogenannten Ansichten sind und ich habe zum Beispiel im Menü die Möglichkeit, hier unter dem Menüpunkt Ansicht weitere Teilfenster, weitere Ansichten einzublenden, wie zum Beispiel eine Tabelle, eine Tabellenansicht. Und das geht im Prinzip genauso auch in der Web-Variante. Allerdings sieht man ja hier, dass hier oben kein Menü, keine Menüleiste mehr da ist. Das Menü ist jetzt quasi versteckt hinter diesen drei Strichen. Manche sagen auch dazu Hamburger Menü. Und wenn ich das Ganze ausklappe, sehe ich, dass ich da im Prinzip genau die gleichen Befehle habe wie auch hier. Datei bearbeiten. Dann kommt Mathe-Apps. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Ansicht, Einstellungen, Werkzeuge. Fenster gibt es nicht, weil ich eben keine zusätzlichen Fenster habe, in dem Sinne, wie das hier der Fall ist. Und dann noch die Hilfe. Ist also fast das Gleiche. Zu Mathe-Apps, wenn ich das hier auswähle, gibt es verschiedene Varianten. Wer das von früher kennt, dem ist das unter dem Namen Perspektive bekannt. Ich habe hier eine ältere, also jetzt nicht die ganz neueste Java-Version. Hier steht es noch unter Perspektive. In den neueren ist dann also es als Mathe-Apps auch bezeichnet. Das ist aber das Gleiche, nämlich Algebra ist so viel wie der Grafikrechner, sprich Algebra-Ansicht und die Grafikansicht sichtbar. Für Tabelle habe ich Tabelle und glaube die Grafikansicht. Fürs CRS habe ich das CRS-Fenster und die Grafikansicht. Also das sind bestimmte Kombinationen an Ansichten. Im Grunde genommen ist das der Vorteil, dass ich also schnell umschalten kann, wenn ich eine bestimmte Ansicht brauche. So, die Ansichten, die kann ich eben hier anwählen und dann kann ich eben zum Beispiel hier noch eine Art Tabelle ergänzen. Gucken wir uns gerade nochmal das Menü an. Hier unter Datei so die wichtigen Sachen zum Speichern und zum Öffnen. Da gibt es kleine Unterschiede, ganz einfach deshalb, weil wir beim Speichern und beim Öffnen hier Unterschiede haben. Das spreche ich nachher nochmal kurz an zum Thema Speichern speziell, was da die großen Unterschiede sind. Ansonsten bearbeiten, das ist im Prinzip wie vorher. Ansicht, soweit auch. Zu den Ansichten noch ein Punkt, der für mich jetzt hier nicht so optimal meiner Meinung nach gelöst ist. Und zwar habe ich sehr gerne, wenn ich
hier in der Java-Version was gemacht habe, wenn ich was konstruiert habe, die Algebra-Ansicht rausgenommen. Also nicht unsichtbar gemacht, sondern mit einer Funktion, die nicht ganz so deutlich wird, wenn man sie nicht kennt. Und zwar, wenn ich hier neben diesem Kreuzchen, das ja zum Schließen der Ansicht gedacht ist, gehe, dann kommt hier ein spezielles Symbol und da heißt es auch Ansicht im eigenen Fenster anzeigen. Was da passiert, ist, dass die Algebra-Ansicht eben in ein eigenes kleines Fenster ausgelagert wird. Und ich finde, dass das durchaus ein Vorteil ist, weil wenn ich zum Beispiel die restlichen Ansichten so mir anordne, wie ich sie später im Arbeitsblatt haben möchte, dann ist es mir egal, wie groß und wie viel hier in der Algebra-Ansicht ist. Ich kann die Größe der Algebra-Ansicht verändern, ohne dass es einen Einfluss eben auf meine Zeichnung hat. Ja, und das ist eben hier nicht der Fall. Das heißt, wenn ich hier eine lange Anzeige hätte und sage, okay, ich mache es mir breiter, damit ich das alles sehen kann, zum Beispiel eine lange Liste, dann stört das meine Grafikansicht. Und genauso ist das eben auch in der Höhe, dann muss ich eben scrollen auf jeden Fall. Also die Höhe ist sicherlich nicht so dramatisch, aber gerade die Breite, wenn ich hier was verändere, dann störe ich eben den Rest, da wird der Platz hier eben kleiner. Und das ist bei dem hier drüben, bei der Variante, bei der Java-Variante, nicht das Problem. Da sind die unabhängig voneinander. Das ist also das, was ich sicherlich auf jeden Fall vermissen werde und soweit ich weiß, wird es das also nicht geben. Man wird es aber wohl, so wie ich gehört habe, auf meine Nachfrage optimieren, dass es also ein bisschen ja, besser wird, denn hier wird ja Platz weggenommen vom Browserfenster. So, wo wir gerade hier bei der Kopfleiste, nee, das wollte ich nicht, so bei der Kopfleiste des Algebra-Fensters waren, es gibt noch ein Punkt zum Beispiel, außer dass ich das auslagern kann, so kann ich auch die einzelnen Ansichten, hier habe ich jetzt eben drei Ansichten, kann ich die auch beliebig anordnen. Das kann sein, dass ich die Reihenfolge nebeneinander verändere, aber ich kann zum Beispiel auch da Ansichten übereinander anordnen. Zum Beispiel jetzt hier eben die Tabelle unter die Grafikansicht oder eben etwa unter die Algebra-Ansicht. So kann ich zum Beispiel hier die, könnte ich zum Beispiel die Tabelle nutzen, um ein paar Zahlen anzugeben und indem ich das, oder wenn ich nicht so viel Platz brauche, dann ist das vielleicht gerade ausreichend. So, das geht inzwischen auch hier, ist aber besonders versteckt. Ich habe es tatsächlich erstmal nicht gefunden. Gut, beim anderen ist es auch nicht so deutlich, das muss man wissen, dass man ziehen kann, aber es geht direkter. Hier muss ich Folgendes machen, und zwar muss ich im Prinzip, wenn wir gerade mal wechseln, im Dateimenü, sieht man, dass hier diese Symbole, die da rechts oben in den Ansichten sind, das sind die speziellen Symbole, um anzuzeigen, das ist eben die Grafikansicht und das ist die Algebra-Ansicht. Sobald ich aber hier auf dem Menüpunkt Ansicht wechsle, wird das zu einem Doppelkreuz. Und dieses Doppelkreuz soll im Prinzip andeuten, dass ich jetzt mit Hilfe von diesen Anfassern hier das Ganze verschieben kann. Also ich kann eben dann auch zum Beispiel die Tabellenansicht hier unten in die Ecke verschieben, so wie ich das auch beim Java-Programm gemacht habe. Also auch das funktioniert. Es ist ein bisschen anders, man muss es einfach wissen, weil man das machen kann. Funktioniert aber gleich. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie man Einstellungen vornehmen kann. Also das sind zum einen Einstellungen, was die Objekte betrifft, also gezeichnete Objekte, wie die aussehen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Einstellungen, die die Ansichten betreffen. Also zum Beispiel, ich möchte vielleicht für Zeichnungen nicht unbedingt die Achsen haben, gerade in der Geometrie, in niedrigen Klassen spielt das keine Rolle, das Koordinatensystem, und da möchte ich es entfernen. Und da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit,
dass ich hier diese sogenannte Gestaltungsleiste einblende und dann bekomme ich ein paar Knöpfe angezeigt, die allerdings nicht immer gleich sind. Ich mache das gerade mal, dass ich den Punkt A anwähle. Da sieht man, passt sich an. Und zwar passt es sich insofern an, dass es eben dann Knöpfe sind, mit denen ich die Einstellung des Objektes, was ich gerade eben ausgewählt habe, verändern kann. Also in diesem Fall der Punkt A. Wenn ich jetzt nichts angewählt habe, indem ich den Hintergrundmarkat anklicke, dann ändert es sich und dann habe ich eben ja, für den Hintergrund quasi die Einstellungsmöglichkeiten, nämlich dass ich zum Beispiel die Achse ausschalte und vielleicht das Koordinatengitter anschalte. Also das ist die sogenannte Gestaltungsleiste. Die gab es auch schon in der Java-Version und war hier hinter diesem Dreieck versteckt. Das ist vorhin schon öfters mal zu sehen gewesen. Das gibt es also in jeder Ansicht und das gilt auch für die Ansichten hier, dass ich das entsprechend ein- und ausblenden kann. Im Algebra-Fenster ist es ein bisschen anders gelöst und in der Tabelle als im Grafikfenster, weil das auch meistens größer ist. Da hat man das also rechts an der Seite gelassen. Ja, Einstellungen zum Beispiel für die Grafikansicht kann ich durchaus auch hier mit einem Rechtsklick vornehmen. Ist man von der Java-Version durchaus auch gewöhnt. Das gleiche geht auch hier. Rechtsklick, da kann ich bestimmte Einstellungen vornehmen. Unter anderem gibt es hier eben auch bei diesem Kontextmenü den Punkt Eigenschaften. Wenn ich das gerade mal öffne oder dran klicke, dann öffnet sich hier ein Seitenbereich und das ist auch wiederum ein Unterschied zur Java-Version. Wenn ich das nämlich mache, wir können ja gerade die Farbe des Punktes auch ein bisschen ändern. Wenn ich das anklicke und auf Eigenschaften gehe, erscheint eben ein zusätzliches Fenster, ein Dialogfenster. Und in diesem Dialogfenster kann ich alle Einstellungen vornehmen. Das entspricht quasi dieses seitlichen Bereiches hier. Auch da haben wir, ich habe einen Punkt A gewählt, Grundeinstellung, Farbe, Darstellung, Algebra, erweitert, Scripting. Auch das ist alles hier. Der Unterschied ist eben, dass es jetzt hier ein seitlicher Bereich ist und kein schwebendes Fenster über mein Programm. Und das finde ich ehrlich gesagt besser, weil es eben auch das keinen Einfluss auf meine Anzeige hier hat. Das heißt, egal was ich mit diesem Dialog hier mache, meine Darstellung im Grafikfenster bleibt gleich, während hier wird wiederum meine Ansicht verändert. Und das finde ich also ehrlich gesagt extrem unpraktisch. Da hoffe ich, dass sich da vielleicht noch was ändern wird. Wenn wir gerade nochmal zurückgehen, da habe ich hier oben Möglichkeiten, einzelne Sachen auszuwählen. Das ist hier die Eigenschaften. Das war das, wo ich eben schon war, wo ich also die Eigenschaften meiner gezeichneten Objekte verändern kann, indem ich hier das Objekt auswähle. Und dann gibt es hier zwei Punkte für die Eigenschaften der Ansichten, also einmal die Grafikansicht und die Tabellenansicht. Und das Gleiche habe ich quasi hier an der Seite. Da kann ich also zum Beispiel die Eigenschaft der Grafik, der Tabelle bzw. in diesem Fall noch zusätzlich der Algebra-Ansicht verändern. Die Algebra-Ansicht, die wird in der Java-Version verändert, indem ich hier, indem ich hier über die Gestaltungsleiste das Ganze mache. Wenn wir das gerade mal schließen, das Dialogfenster, und hier auf Algebra-Ansicht gehen, dann habe ich ja hier Hilfsobjekte ein- oder ausblenden, das ist hier oben, dann das die Sortierung, hier Konstruktionsreihenfolge, das gibt es hier auch. Und dann gibt es noch einen Punkt, den es auch hier gibt. Was soll angezeigt werden? Wertdefinition, Befehl. Und auch das gibt es hier. Und da komme ich gerade auf einen Punkt, den man eben vielleicht nicht gewöhnt ist, dass hier vorne dran steht, wie das Ganze, diese Gerade mit dieser Gleichung konstruiert wurde. Wen das stört und wer sagt, das verbraucht mir auch zu viel Platz, der kann dann zum Beispiel umschalten, dass nur der Wert gezeigt wird. Das ist das, was man eben auch
von der Java-Version standardmäßig kennt. Ja, also nur die geraden Gleichungen mit dem Namen vorne dran. So, weiter geht's. Es fehlt noch ein wesentlicher Unterschied. Ich räume mal gerade ein bisschen auf und schließe die Tabellenansicht. Hier ist es ja dieses Kreuzchen. Und hier muss ich reingehen, also entweder über das Menü Ansicht oder ich kann hier, dann das ist auch ein Menü, diese drei Punkte schließen anwählen. So, und mein Einstellungsdialog oder Seitenstreifen, den schließe ich eben hier. Ja, ein letzter Punkt, wo wir noch einen großen Unterschied haben, ist hier die Eingabezeile. Ist jetzt sozusagen hier an der Seite, während wir das üblicherweise gewohnt sind, dass die Eingabezeile hier unten ist. Der Grund dafür ist, zum einen, man hat eben diese Eingabezeile und das Algebra-Fenster ganz überholt. Und in einigen Programmen scheint es eventuell sinnvoll zu sein, dass man vielleicht ein bisschen mehr Platz hat. Jetzt die Höhe ist halt relativ niedrig im Vergleich zu dem hier und das ist wahrscheinlich gedacht, dass da einfach mehr Platz ist. Außerdem, wenn man GeoGebra am Tablet verwendet, braucht man ja, weil man keine Tastatur hat zum Tippen, eine virtuelle Tastatur und die wird halt üblicherweise unten eingeblendet. Das heißt, es würde im Prinzip sowieso stören, wenn hier unten die Eingabezeile wäre und da würde dann drüber die Tastatur erscheinen. Und so ist hier kein Problem, die sind sich nicht gegenseitig im Weg. Wer GeoGebra sowieso am PC verwendet, der kann im Prinzip auch umsteigen und sagen, ich möchte gerne die alte Eingabezeile verwenden. Und das ist natürlich, weil es sich um die Ansicht dreht, hier in dem Menüpunkt zu finden, der Eingabezeile. Was man auch gerade gesehen hat, vorher war ja hier in der Ecke dieses kleine Knöpfchen, um die virtuelle Tastatur anzuzeigen und die ist jetzt auch verschwunden. Also das heißt, mit der Eingabezeile ist quasi gleichzeitig auch die virtuelle Tastatur verschwunden. Das heißt, man kann sich entscheiden, wie will man es haben, entweder hier unten, was natürlich sinnvoll ist für lange Eingaben, oder will man lieber das Ganze hier an der Seite eingeben, wenn man irgendwie auf dem Tablet tätig ist. Was eben auch noch so ein kleiner Unterschied ist, die Sonderzeichen sind jetzt eben bei dieser Variante, wenn die Eingabezeile in Algebra-Ansicht integriert ist, hier eben mit auf der Tastatur drauf, also wie zum Beispiel sowas wie die griechischen Buchstaben. Und bei der Eingabezeile hier unten, wir blenden es gerade mal schnell wieder ein, dann ist wie gewohnt hier unten das Alpha, mit dem man dann Symbole aussuchen kann. Und das ist eben hier genau der Fall. Also das heißt Eingabezeile, dieses Alpha, und da hat man die Auswahl spezieller mathematischer Symbole. So, damit hätten wir, was die Bedienung im Allgemeinen betrifft, eigentlich die wesentlichen Punkte abgehakt. Und jetzt geht es noch zu einem Punkt, der etwas heikel ist, weil es öfters mal Kritik diesbezüglich gibt, und zwar das Thema Speichern. Von der Java-Version und von einem Programm, das man sich installiert hat, ist man gewohnt, dass man natürlich unter Speichern auf einen Dateiendialog kommt und dann im Prinzip in seinem Dateisystem auswählen kann, wo man das Ganze abspeichert. Ja, und das ist in der Online-Version nicht der Fall. Wenn ich da nämlich auf Speichern klicke, dann kommt hier ein kleiner Dialog, ohne dass irgendeine Dateiauswahl oder Verzeichnisauswahl möglich ist. Der Hintergrund ist, dass im Prinzip alles online gespeichert wird. Ich habe hier die Möglichkeit, zwar drauf zu klicken, aber momentan ist es so, dass nur das GeoGebra-Symbol da zu sehen ist, was im Prinzip bedeutet, ich bin online und
die Datei, die ich bearbeite, wird online abgespeichert. Wir nennen sie gerade mal, einfach um das dann zu sehen. Ja. Test. Und ich kann allerdings das Ganze so abspeichern, dass es nicht für jeden verfügbar ist. Also wenn ich zum Beispiel nicht will, dass jemand eine Probedatei, die ich erstellt habe, dass die einfach so zur Verfügung steht, eine unfertige oder auch eine, naja, geheime, dann kann ich eben das Ganze ablegen, einmal als privates Dokument. Na. Dann ist es also wirklich nur für mich verfügbar, wenn ich angemeldet bin. Die Möglichkeit geteilt bedeutet, ich habe das Dokument zwar veröffentlicht, aber nur wer ganz konkret den Link zu diesem Dokument hat, kann es auch sehen. Es ist nicht durch Suche zu finden, oder wenn jemand zum Beispiel auf meinen Account geht und guckt, was hat die denn da gezeichnet, dann ist es eben auch nicht zu sehen. Das andere ist die Variante öffentlich, dann ist es eben auch auf meiner Account-Seite zu sehen, wenn ich es veröffentlicht habe. Das wird von vielen kritisiert, weil sie sagen, ich möchte gerne die Dateien für mich behalten. Tja, da wird sich zeigen, wie das dann in der neuen Version hier möglich ist, denn da ist es momentan auch so, dass wenn ich auf Speichern gehe, wenn es funktioniert, das dauert ein bisschen, hängt, dass ich genau den gleichen Dialog bekomme und auch nicht, na, jetzt auf das lokale Dateinsystem zugreifen kann. Auch hier passiert nichts. Ich habe wieder die Möglichkeiten privat geteilt, öffentlich. Wenn ich offline bin, dann wird das Ganze schon anders gespeichert. Also ich bin mir nicht ganz sicher, schon auch auf dem Tablet der Fall ist. Das heißt, es wird quasi zwischengespeichert an irgendeiner Stelle. Die ist aber nicht genau festzulegen. Also da muss man selber noch mal ein bisschen gucken. Das wird sich noch zeigen. Ja, was steckt da dahinter? Zum einen ist es natürlich, oder kann man es als Vorteil sehen, dass man tatsächlich immer und überall auf seine Dateien zugreifen kann. Auf der anderen Seite möchten halt es gerne einige sicher daheim auf dem eigenen Rechner haben. So nach dem Motto, daheim habe ich es halt in Kontrolle und habe es sicher. Was ist, wenn mal der GeoGebra-Server nicht funktioniert? Das ist zwar recht selten der Fall, aber es passiert durchaus mal. Und wenn ich dann nicht zugreifen kann, ist es natürlich ein bisschen unpraktisch. Also Thema Speichern ist ein bisschen kritische Sache. Wir gucken gerade mal uns an, mein gespeichertes Dokument, wo das dann wäre. Von der GeoGebra-Startseite aus wäre das hier unter Materialien. Da haben wir also unser Dokument. Das könnte ich hier zum Beispiel auch löschen. Wo haben wir es? Hier unten, wenn ich es nicht mehr brauche oder wenn ich es aus Versehen erstellt habe, was auch immer. Das kann da also da gelöscht werden. Was eben definitiv der Fall ist, wenn wir gerade mal wieder hier drauf gehen, ich kann eben auch, wenn ich online bin, auch zum Beispiel andere Dokumente von mir hier öffnen. Also zum Beispiel, da ist das Dokument Test und das sind die anderen Sachen, die da eben auch zu sehen waren. Hier ist jetzt noch ein Punkt, wo ich tatsächlich auch abgespeicherte Dokumente öffnen kann. Das heißt, das Umgekehrte ist also relativ problemlos möglich, nur das Abspeichern nicht. So. Was ich machen kann, um mein Dokument offline zu haben, auch wenn ich es online erstellt habe, ist, dass ich es speziell runterlade. Da habe ich ja jetzt hier dieses Testdokument und da kann ich dann zum Beispiel unter Download gehen und nach einem kurzen Moment kommt dann ein anderes Fenster und ich muss noch was anklicken. Ich bin mit der Lizenz einverstanden und lade das dann eben zum Beispiel als Test.ggb runter. Also es erscheint zunächst mal vielleicht ein bisschen komisch, dass ich hier einer Lizenz zustimmen muss, damit ich meine eigene Datei, die ich ja selber erstellt habe, dass ich die herunterladen kann. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass GeoGebra natürlich kostenlos verfügbar ist. Und man kann das vielleicht als so ein Geben und Nehmen sehen. Zum einen
kriege ich eben das kostenlose Programm gestellt. Auf der anderen Seite erstelle ich Arbeitsblätter, die nicht für die GeoGebra-Entwickler wichtig sind, aber für andere Benutzer. Und diese Arbeitsblätter von anderen Benutzern stehen ja auch wieder mir zur Verfügung. Also das heißt, das, was ich dort teile mit anderen, gibt mir wiederum auch einen Vorteil, weil ich andere Dokumente von anderen eben auch bekommen kann. Das ist eine ungewohnte Sache für viele, gerade Ältere vielleicht, aber die Idee des Teilens von Materialien, diese Idee des sogenannten Open Educational Resources verbreitet sich halt immer mehr und es wird von GeoGebra-Seite eben ja, gefordert und wenn man GeoGebra nutzen will, muss man sich im Prinzip damit abfinden. Man muss ja seinen Arbeitsplatz nicht öffentlich verfügbar machen, wenn man das eben nicht wirklich anderen zeigen will. Aber es wird eben hochgeladen und notfalls lädt man sich dann eben auch nochmal runter, wenn man es auf dem eigenen Rechner haben will. Ganz klar ist es aber so, dass eigentlich zukünftig alles eher über online laufen soll. Das heißt, ich brauche es nicht bei mir auf dem Rechner haben, sondern es wird online gespeichert und kann online dann genutzt werden, eben indem die Schüler die Adresse zu diesem Material bekommen. Gut, das ist jetzt hier nicht so aufwendig, aber vom Prinzip wird es so weiterhin sein. Ja, kommen wir zum allerletzten Punkt für dieses Video, nämlich die Suche nach Hilfe. GeoGebra ist einfach ein sehr umfangreiches Projekt und neben diesen Videos, die ich hier aufnehme, gibt es noch andere Möglichkeiten, Hilfe zu finden. Das eine hatte ich ja schon gezeigt, wenn ich zum Beispiel hier ein Werkzeug auswähle, dann wird hier unten eine Kurzinformation gezeigt und über das Fragezeichen komme ich ja zum Beispiel hier wie beim geraden Werkzeug auf das Handbuch, das Wiki-Handbuch, wo ich eine kurze Information bekomme. Eine weitere Hilfemöglichkeit ist, wenn ich hier in das Menü gehe, dann finde ich unter Hilfe unter anderem einmal den Link auf das Handbuch. Wenn wir das gerade mal machen, dann wird im Prinzip die Startseite zu dieser Sammlung gezeigt. Handbuch, unter anderem die verschiedenen Bestandteile, also da findet man Hilfe. Dann habe ich aber noch hier speziell Anleitungen. Das öffnet eine andere Seite auch auf diesem Manual, auf diesem Handbuch-Wiki. Und zwar gibt es hier eine Sammlung von verschiedenen Anleitungen, wie zum Beispiel die sogenannten Quick Starts, wenn ich das gerade mal öffne. Diese Quick Starts sind als Materialien gespeichert, wie ich das auch gespeichert habe. So, das Laden dauert jetzt länger. So, hier ist es jetzt schon verfügbar und dann kann ich eben zum Beispiel auch entsprechend der Anleitung da irgendetwas machen. So, und für die ganzen Grafikansichten gibt es dann eben diese Anleitung. Es gibt aber noch zusätzliche Sachen, zum Beispiel ein Buch Einführung in GeoGebra. Das ist jetzt, ich hatte mal nachgeschaut, bezieht sich auf die Version 4, ist also ein bisschen veraltet, aber alte Befehle funktionieren eigentlich immer noch wie bisher, auch in der Version 5.0 oder in der kommenden Version 6.0, wo sich eben vor allem die Oberfläche ändert. Aber das ist recht ausführlich, wie man sieht hier 133 Seiten zusammen auch mit Videos. Das heißt, da kann man also sich ausführlich informieren. Ein weiterer Punkt für Hilfe, das ist hier auch verlinkt, das GeoGebra-Forum. Das erreiche ich auch von der Homepage aus, entweder von der Startseite, die ich hier erreiche, oder immer eben über diesen Menüpunkt, diese drei Punkte hier. Da komme ich dann zum Beispiel in das Hilfeforum. Und das Hilfeforum ist vor allem dafür gedacht, dass man fragt, wenn man ganz konkrete Probleme hat. Also zum Beispiel, ich habe gelesen, dass man das so und so machen kann, es funktioniert aber nicht. Oder eben Fehlermeldung, hier hat jemand gesagt, so ho, da sind Punkte verschwunden. Und entweder wird dann gesagt, jo, richtig, du hast einen Fehler gefunden, wir werden das in Kürze fixen. Oder in diesem Fall hat jemand gesagt, da fehlen plötzlich Punkte und da sagt dann der Entwickler, nee, das ist kein Problem, du hast einen Fehler gemacht.
Man kann aber zum Beispiel auch Ideen abgeben, dass einer sagt, ich hätte gerne eine bestimmte zusätzliche Funktion. Also man darf immer Vorschläge machen. Und das ist eben hier vor allem für das Forum gedacht, dass man das alles hier machen kann. Das sieht bei Ihnen ein bisschen anders aus, weil ich hier als Moderator noch zusätzliche Knöpfe habe. Ja, ein letzter Punkt noch zur Hilfe. Das ist auch so ein bisschen versteckt. Gehen wir gerade mal wieder in die Java-Version. Und ja, irgendwie in GeoGebra, also zumindest in der Java-Version, wenn irgendwo ein Dreieck ist, ist meistens was zum Ausklappen. Und auch hier gibt es die Eingabehilfe. Und zwar, wenn man ein bisschen weiter ist und die Eingabezeile nicht nur verwendet, um zum Beispiel einen Punkt anzulegen, dann braucht man spezielle Befehle. Und diese Befehle sind jetzt hier aufgelistet. Haben wir zum Beispiel hier die Möglichkeit, alle Befehle anzuschauen. Das sind also wirklich schon wahnsinnig viel. Und das ist auch sinnvoll, dass man hier mal eine Liste mit den ganzen Befehlen hat. Man kann aber anstatt der ganzen Liste anzuschauen, auch sich konzentrieren auf einzelne Bereiche, wie zum Beispiel zur Funktion und Analysis. Dann kriegt man eben die Befehle wie Ableitung, Extremum und so weiter. Das Ganze gibt es auch in der Online-Version, ist allerdings ein bisschen anders. Entweder hier, dann kriege ich die Eingabehilfe auch gezeigt in Form eines Fensters, was hier eben hier reinklappt. Wenn ich die Eingabezeile hier links verwende, dann wird das Fenster in dem linken Bereich angezeigt, ist aber vom Prinzip das gleiche. Hier zum Beispiel nochmal die mathematischen Funktionen, die also GeoGebra aus der Mathe-Bibliothek übernimmt. Und hier nochmal die GeoGebra-Befehle alle und eben, wo waren wir eben, Funktion Analysis. Und dann habe ich hier die Befehle wie zum Beispiel Ableitung. Und wenn wir uns gerade mal eins anwählen, das ist im anderen ganz genauso, also in der Java-Version, da kriege ich immer die Möglichkeiten, wie ich diesen Befehl benutzen kann. Also zum Beispiel Ableitung für eine Funktion, für eine Kurve, für eine Funktion und ich gebe den Grad der Ableitung an oder für eine Funktion und die Variable, nach der ich ableite und so weiter. Und auch noch extra aufgeführt CRS-spezifische Befehle. Wenn mir diese kurzen Informationen, wie ich den Befehl Ableitung nutzen kann, nicht reicht, kann ich die Online-Hilfe anzeigen und wiederum landen wir im Hilfe- oder Handbuch-Wiki. Das ist sicherlich ein bisschen interessanter, gerade für die Textbefehle, eben weil hier sind üblicherweise ganz konkrete Beispiele gegeben. Also dann könnte man eben zum Beispiel einfach das, was hier ist, mal kopieren und gucken, wie sich das dann eben in GeoGebra auswirkt. Also es sind also ist auch eine Textinformation und bei einigen Seiten gibt es auch noch Kommentare. Das sind Ergänzungen und Informationen von Benutzern, die nicht also direkt von den Entwicklern stammen. Der Vorteil ist, die sind teilweise ein bisschen ausführlicher, aber das ist eben nicht in jedem Befehl dabei. Ja, damit bin ich jetzt eigentlich fertig. Ich habe Ihnen gezeigt, wie man GeoGebra benutzen kann. Die Zukunft wird eben diese Webversion sein, ob sie eben dann installiert ist oder ob sie online verwendet wird oder ob sie auf dem Tablet verwendet wird. Das ist die Zukunft von GeoGebra. Die Funktionalität ist und bleibt die gleiche, egal wo ich jetzt ein Dokument erstelle, ob in der Java-Version oder in der Online-Version. Sie wird überall nutzbar sein und auch bleiben. Wenn mal eine neue Version 6.0 rausgekommen ist, ob ich dann noch eine Rückwärtskompatibilität habe zu der Java-Version 5.0, das weiß ich nicht. Das könnte sicherlich Probleme geben. Aber momentan ist es noch alles untereinander kompatibel. Sie finden zahlreiche Hilfen in jedem Niveau und an verschiedenen Stellen. Ja, und hoffentlich haben Sie auch weiterhin Interesse, GeoGebra kennenzulernen, denn im nächsten Video werde ich mich mit dem Zeichnen, mit geometrischen Konstruktionen etwas genauer beschäftigen. Und dann hoffe ich, haben Sie sich schon ein bisschen in GeoGebra eingeordnet. Bis zum nächsten Video.